31.12.1909. Marcel Veit veröffentlicht die Kundenliste seiner Tochter. Kurz nach Verbüßung seiner einjährigen Kerkerstrafe am 31.12.1909 veröffentlicht Marcel Veit im Blitz, einem Wiener Krawallblatt, die Kundenliste seiner Tochter. 3 Stunden nach Auslieferung ist in keiner Trafik mehr ein Exemplar zu kriegen. Der Blitz bringt die Liste sogar ein zweites Mal zum Abdruck, so groß ist das Gris. 205 sogenannte Kavaliere, allesamt aus den besseren und besten Wiener Kreisen. Graf Czarki, Andor Graf Festetitsch, Paul Graf Festetitsch, Joschi Graf Radetzky, Prinz Alfred Lichtenstein, Max Graf Thun, Edi Sacher, Leopold Graf Kolowrat, Graf Wallstein, Leo Baron Klometzki, Alexander Graf Hardig, Graf Alois Schafgotsche, Hans Ritter von Mautner, Karl Fürst Trautmannsdorf, Camillo von Türk, Robert Ritter von Schenk, Graf Attems, Graf Friedrich Schönborn, Andor von Pechy, Erich von Tschernin, Baron A. Rothschild Junior, Graf Hans Wilczek Junior, Graf R. Kinski, Graf Trautmannsdorf, Baron Falkenberg, Baron Spiegelfeld, Baron Alexander Waldberg, Graf Batiani und so weiter und so fort. Allesamt mit den exakten Terminen und den Geldbeträgen, die ihnen die jeweilige Dienstleistung wert war. 5, 10, 15, 25, 50, 100, 150 Gulden. Ein Gulden hatte im Jahr 1908 in etwa die heutige Kaufkraft von 12 Euro. Alle diese Herren hatte Veit bei seinem Prozess wiederholt als Entlastungszeugen beantragt, was das Gericht aber jedes Mal abgelehnt hatte. Sie sollten zum einen bezeugen, dass er diese Kontakte nicht vermittelt hatte, zum anderen, dass seine Tochter nicht für Leistung eines normalen oder perversen geschlechtlichen Verkehrs bezahlt worden sei, sondern einzig und allein dafür, dass sie den Herrn Gesellschaft geleistet hatte. Auch jetzt führt er als Grund für die Veröffentlichung der Namen wieder an, diese 205 Herren mit bestem Leumund könnten seine und seiner Tochter Unschuld bezeugen. Tatsächlich hatte Veit versucht, den einen oder anderen der honorigen Herren mit der Drohung zu erpressen, er werde demnächst als Freier seiner Tochter an den Pranger gestellt. Offenbar erfolglos. Das Motiv für die Veröffentlichung war also einfach Rache. Jenny Boris, Büffiermädchen im Ronacher, war als Zeugin im Prozess Veit vom vorsitzenden Richter befragt worden, ob es üblich sei, dass die Herren den Mädchen, die ihnen nur Gesellschaft leisten, Geldgeschenke machen. Boris darauf: Gewiss. Wie hoch denn diese Beträge seien? Boris: Na, 5 oder 10 Gulden. Der Richter: Und diese Beträge werden nur für die Gesellschaftsleistung bezahlt? Boris: Ja, diese Beträge schon, wenn die Herren nichts anderes verlangen. Der Richter: Wie kommt es denn zu größeren Geschenken? Die Antwort von Jenny Boris ist ein verlegenes Lachen. Selbst als sie der Richter ermutigt, sie brauche sich nicht zu genieren. Sie seien ja hier in geheimer Verhandlung. Die Öffentlichkeit sei ja ausgeschlossen. Erhält er keine Antwort. Damit ist auch die Frage beantwortet, wofür die sogenannten Kavaliere 50 oder 100 oder sogar 150 Gulden bezahlten.